Hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich mag dir das Walter, ja, dieses Walter Tracker Folder Knife vorstellen. Ich glaube, das heißt Outdoor Survival Knife Nummer 2. Und da gibt es ja auch den großen Bruder, das Fixed Blade, das ich schon einmal reviewt habe und das ich auch gar nicht so schlecht finde. Und jetzt mag ich dir diesen Folder hier vorstellen. Geliefert wird er in so einer Gürtelscheide. Ja, ganz einfach gehalten. Nichts Besonderes, aber auch nicht allzu schlecht. Von der Klingenform her, wenn du dir das anschaust, du hast hier vorne einen Bereich, der ist eigentlich dafür gedacht, um zu hacken, um zu brechen. Dann hat man hier einen Bereich, der ist irrsinnig gut, wenn du ja, zum Beispiel ja, Feathersticks machen willst. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann da diesen Bereich, der ist eigentlich dafür gedacht, zu schneiden. Und wie gesagt, es gibt ja auch das große, das OSK1. Das ist das Fixed Blade. Und bei dem ist es so, also das ist komplett durch, das ist stabil, da kann nichts passieren. Bei dem hier ist es halt so, weil es ein Klappmesser ist, dass du diesen vorderen Bereich nur sehr ja, improvisiert nutzen kannst, weil durch das Hacken Folgendes passiert. Hier, da, was ist da diese Verschraubung, die ist auf beiden Seiten gegeben. Bei der ist es halt so, dass die durch das Hacken ja, relativ rasch aufgeht. Und es ist ja nur ein Liner-Lock, wie du siehst. Ja, Liner-Lock von der Sicherung, also da ist kein Backlock oder sonst irgendetwas dabei, sondern nur dieser Liner-Lock, ist die ganze Sache ein bisschen instabil. Bei feinen Arbeiten ist es wiederum recht nett, da ist es gut geeignet, weil du kannst wirklich relativ weit vorne greifen und damit gut schnitzen, das ist gar nicht mal so schlecht, aber dieses Hacken, das funktioniert einfach damit nicht. Ich habe ja doch einiges experimentiert damit, ja, also das muss ich schon dazu sagen, es ist jetzt nicht, dass ich das Messer ganz einfach in den Shop gebe und sage, ja, das ist super, aber es ist für einen Messersammler und für jemanden, der wirklich nur damit schnitzen will, dem das Design gefällt, der Feathersticks machen will, gut geeignet. Aber wenn du wirklich damit auch hacken willst, funktioniert nicht gut. Dann das nächste ist halt, das musst du auch bewusst sein, du brauchst einen speziellen Schrauber, ja, der ist zum Beispiel hier, das gibt es auch bei mir im Shop, ja, da kann man das benutzen, kannst du da dazu bestellen, mit dem kannst du diese Schraube hier noch einmal nachstellen und wieder festmachen. Das funktioniert gut, aber, und das ist jetzt wirklich der Nachteil dabei, sobald du irgendwie hackst oder spaltest, bewegt sich das. Das muss dir einfach klar sein und das will ich auch dazu sagen. Und das führt mich zum nächsten Punkt, das ist der zweite Punkt, das sind auch nur zwei Negativaspekte. Es ist da kein Pin drauf für die Einhandöffnung. Ja? Das heißt, ja, du kannst das mit einer Hand trotz alledem öffnen, du müsstest es fester ziehen, diese Schraube hier, also diese Befestigung, damit es nicht mit einer Hand geht, aber du ja, fest aufziehen musst, aber das wird mit der Zeit locker. Das heißt, das einfach im Hosensack zu haben oder irgendwie so in der Art und Weise in einen Rucksack reinzuwerfen, wird mit der Zeit das hier passieren, dass das ja, ganz einfach aufgeht, du siehst ja, okay, ich könnte jetzt hergehen und es fester schrauben, ja, dann ist aber wiederum dieser Einhandmechanismus nicht möglich, ja. Also wie man es dreht, ja, ist es, ja, ein Problem. Das heißt, wenn du das transportierst, dann gehört das in diesen Gürtelholster hinein. Dann funktioniert es wieder. So, mein Fazit zu dem Messer. Ein sehr nettes Design, hat mich sehr angesprochen. Ja, es ist wuchtig, es ist wirklich wuchtig, du hast echt was in der Hand, es kann nicht, wo ich sage, wow, ich spüre ja gar nichts, sondern richtig schön in der Hand. Zum Feathersticks machen und zum einfachen Schnitzen überhaupt kein Problem, aber wenn man halt dann wirklich dieses Tracker-Knife-Stil hier ausleben will und mit diesem Bereich hacken mag, dann wird es nichts, muss ich gleich dazu sagen. Für das ist es nicht gemacht. Ich habe es im Shop, das ist mein privates, das ich auch immer wieder mal ausführe und ist ja auch insgesamt jetzt nicht schlecht an sich. Ich mag dich halt beraten, wo die Negativaspekte liegen, damit wenn du nicht was kaufst und sagst, mei, der Reini hat gesagt, das Messer ist super und derweil passieren dann halt genau die zwei Dinge, die ich beschrieben habe. Auf der anderen Seite, wenn du etwas Außergewöhnliches suchst vom Design her und dir das Hacken und dieses Spalten nicht so wichtig ist, dann ist es eine ganz nette Sache. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn du das erste Mal hier bist und mir vielleicht ein Abo dalassen willst, würde ich mich sehr freuen drüber. Ich mache öfter solche Reviews zu unterschiedlichsten Survival-Ausrüstungsgegenständen, ob Rucksack, Kleidung, Messer, Kocher, Zelt, was auch immer.
Ein Daumen nach oben, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Daumen nach unten ist genauso willkommen. Ein Kommentar, vielleicht magst du sagen, was du von Walter-Messern hältst oder vielleicht hast du Tracker-Messer oder was auch immer. Wenn du einen Kommentar da lassen willst, wäre ich sehr dankbar. Ich sage danke fürs Dabeisein und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.